Herr Präsident, meine Damen und Herren, um Wohlmeinen zu beginnen, der Fortschritt ist eine Schnecke, während die CDU 2009 immerhin noch den Saal verlassen hatte, als die erste ISV beschlossen wurde, bringt sie jetzt zusammen mit der SPD schon den zweiten Antrag zur Fortschreibung der ISV ein. Allerdings, und das ist schon gesagt worden in der Debatte zum ersten Antrag, der Wahnsinn hat kein Ende. Nach dem peinlichen Antrag 1 jetzt die Nummer 2, die dem an nichts nachsteht. Und man muss sich das mal vorstellen, in der Stadt Magnus Hirschfelds, in der Stadt Karl-Heinrich Ulrichs, in der das Wissenschaftlich-Humanitäre Komitee gegründet wurde 1897, in der eine Frau wie Claire Waldorf sang, in der eine Zeitschrift, die Freundin, erschien, in der Anna Rühling die erste lesbenpolitische Rede der Welt gehalten hat, mithin den Geburtsort der ersten Emanzipationsbewegung von Lesben, Schwulen, Bi- und Transmenschen, mit einem solchen Antrag zu kommen, treibt einem die Schamesröte ins Gesicht, finde ich, und sich da hier hinzustellen und sich selbst zu feiern, ist ziemlich peinlich. Das Wenige, was an inhaltlicher Substanz in diesen Anträgen vorhanden ist, ist aus den Anträgen der Opposition abgeschrieben und dann auch noch schlecht. Und wenn man sich den Antrag mal anschaut, was erwarten die Koalitionsfraktionen eigentlich von ihrem Senat? Zu prüfen, zu initiieren, darauf hinzuwirken, zu unterstützen, sich weiterhin einzusetzen, etc., etc. Das alles, sie stellen keine konkreten Aufgaben mit einem Datum, bis wann abgerechnet werden muss. Also, wie gesagt, wenn das alles ist, sollten Sie nicht erstaunt sein, wenn das die Berlinerinnen und Berliner ähnlich sehen, dass man von diesem Senat nicht mehr viel erwarten kann. Das Erfolgsrezept der ISV aus dem Jahre 2009 war im Übrigen, und die Kollegin Kufbinger hat es angesprochen, der breite Dialog darüber, davor und während drin in den Communities, mit den Trägern, Gruppen und politisch Engagierten in dieser Stadt. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Partizipation, wie Sie das immer so gerne sagen, aber es reicht eben leider nicht aus, das auf Wahlplakate zu schreiben, man muss es auch tun. Und ich sage Ihnen, wenn Sie den Prozess der ISV retten wollen, lassen Sie Ihre Anträge genauso wie die der Opposition in den Ausschüssen liegen und laden Sie zur offenen Debatte ein. Dann bin ich sicher, kommt dabei auch was Konkretes, Abrechenbares raus. Und um mal ein Bild zu bemühen, das Absurde an der Situation im Moment ist doch, dass Sie sich hier als Regierungsfraktion nicht anders verhalten als der CSD-EV. Sie lehnen die offene Debatte mit den Communities in der Stadt ab, ja? Sondern werfen den Leuten Dinge vor die Füße und ziehen dann ihr Ding einfach durch, koste es, was es wolle. Und apropos Kosten, lieber Kollege Evers, in dem Antrag, und auch das ist schon gesagt worden, steht nichts darüber, wie beispielsweise die Studie, die hier konkret benannt ist, das Einzige bezahlt werden soll. Und damit mir hier nicht unterstellt wird, ich mache jetzt hier schlimme Propaganda, ich zitiere jetzt einfach mal aus einem Faltblatt, was mir am Wochenende auf dem Stadtfest von den Schwusos in die Hand gedrückt wurde. Im Doppelhaushalt, Zitat fängt an, im Doppelhaushalt 2010-2011 war die ISV mit 2,1 Millionen Euro veranschlagt, wodurch eine Vielzahl von Projekten ins Leben gerufen werden konnte. Im aktuellen Haushalt sind es noch knapp eine halbe Million Euro. Dieser Betrag sichert den Fortbestand einiger weniger Projekte auf niedrigem Niveau. Er gewährleistet jedoch weder, dass neu geschaffene Strukturen genutzt und neue Richtlinien umgesetzt werden können, noch, dass die ISV tatsächlich weiterentwickelt werden kann, so wie es im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. Wie gesagt, das sagen die Schwusos. Zusammenfassend, inhaltlich ist Ihr Antrag ein Ausfall, die Ziel- und Aufgabenstellung ist schwach. Abfrage und Einbindung der Expertise aus den Communities null. Sie haben also keine Ideen, wursteln vor sich hin, zerstören die Vorreiterrolle Berlins zur Akzeptanz sexueller Vielfalt und verweigern den Dialog mit der Stadtgesellschaft. Wenn Leute mich fragen, weshalb sie am Wochenende zum CSD auf die Straße gehen sollen, hier waren Gründe. Vielen Dank.